Die kleine Jenise aus Hannover wollte ihre Tante besuchen, doch kam nie an. Die Achtjährige verschwand spurlos. Im Herbst 2007 war das. Und erst Jahre später, im September 2014, da fand man ihre Leiche. Seit heute Vormittag steht Jenisas mutmaßlicher Mörder vor Gericht. Es ist ein Mann, der bereits im Gefängnis sitzt, wegen Mordes an einem anderen Kind. Die Eltern der getöteten Jenisa. Vor dem Landgericht Hannover treten sie als Nebenkläger auf. Es ist schwer zu verkraften, dass das eigene Kind möglicherweise von einem ehemaligen Familienmitglied getötet wurde. Ibrahim B. war der Lebensgefährte von Jenisas Tante. Als Mörder eines kleinen Jungen bekam er letztes Jahr lebenslang. Der Angeklagte soll im Jahr 2007 die Nichte seiner damaligen Lebensgefährtin unter einem Vorwand in sein Auto gelockt und dann in einem Waldstück bei Wunstorf zunächst vergewaltigt und anschließend ermordet haben. Ich gehe zur Tante, das sind die letzten Worte der kleinen Jenisa. Im Fahrstuhl des IME-Zentrums, einem Wohn- und Geschäftskomplex in Hannover, wird die Achtjährige am 7. September 2007 noch einmal gesehen. Die Tante ist an diesem Morgen nicht zu Hause. Trifft sie auf ihren Onkel? 3 Tage später findet die Polizei Kleidungsstücke des Mädchens verstreut an einer Autobahnauffahrt bei Wunstorf in der Nähe von Hannover. Von dem Kind selbst keine Spur. Schon damals im Visier der Ermittler, der Lebensgefährte der Tante. Er hat kein Alibi, verstrickt sich in Widersprüche. Warum verkauft er so plötzlich seinen VW Golf? Das gleiche Modell, das Zeugen an der Autobahnauffahrt gesehen haben. Doch die Indizien reichen nicht. Ibrahim B. kommt wieder frei, präsentiert sich öffentlich als liebevoller Familienvater. Dann, 7 Jahre später, März 2014. Wieder klingelt ein Kind an der Wohnungstür von Ibrahim B., der 5-jährige Dano, ein Nachbarsjunge. Ibrahim B. erwürgt das Kind, wird ein halbes Jahr später zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Gefängnis soll er Mithäftlingen, die ihn zum Reden bringen sollen, auch den Mord an Jenisa gestanden haben. Aufgrund der neuen Hinweise stoßen die Beamten in einem Waldstück bei Wunstorf tatsächlich auf Leichenteile. 7 Jahre nach dem Tod Jenisas kann die Familie endlich Abschied nehmen. Die Anwältin heute mit einem juristischen Winkelzug beantragt, das Verfahren einzustellen. Die Polizei hätte den Mitgefangenen damals von ihrem Verdacht im Fall Jenisa nichts erzählen dürfen, die Beweise nicht rechtsgültig. Meiner Meinung nach ist in dem Verfahren schiefgelaufen, dass die Ermittlungen nicht die Verfahrensvorschriften einhalten, die für Ermittlungen gestellt werden. Nach kurzer Beratung setzt das Gericht dennoch die Verhandlung fort. Es wird ein Indizienprozess, der Angeklagte schweigt. Ein Urteil wird Mitte Oktober erwartet.